Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Blinder Fleck. So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung schauen wir an das, was man nicht gerne anschaut. Dieses blinde Fleck, wo man gerne die Augen zumacht. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung blinder Fleck 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Rianeda ist die mediale Name. Liebe Rianeda, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Wo liegt dein blinder Fleck? Jetzt kommt deine persönliche mediale Botschaft. Bleibe in deiner Kraft. Bestimme deine Richtung. Dann ist alles im grünen Bereich. Und du wirst sehen, das führt zum Erfolg. Das war die mediale Botschaft. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist eine andere Berechnung, auch andere Ergebnis. Nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent, Planeten anderes platzieren als in einem westlichen Horoskop. Nach dieser Berechnung hast du Aszendent Skorpion. Das bedeutet, in diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, was dich begrüßt hat im Erdenleben. Aber für dich ist es, diese Energie war nichts Neues, weil das hast du schon von früheren Leben mitgebracht. Deine alten karmischen Erfahrungen hast du in Skorpion gemacht. Und das ist die Transformation, die innere Kraft, auch diese schöpferische Kraft, auch die Sexualität, aber diese Sexualenergie ist nicht nur für diese körperliche, intime Bindung gemeint, sondern das hat auch eine andere Bedeutung auch, unseren Ideen, unseren Vorstellungen in Tat umzusetzen, wie eine Geburt, diese Kraft zu haben, damit ein großartiges Werk entsteht und das ist Meisterleistung. Gegenüber liegt das Du und das bedeutet dein Seelenpartner und das spiegelt dir etwas. Ich bin überzeugt davon, dass wir in unserem Geburt in diesem Spiegel schauen und für einen Moment sehen wir unseren Seelenpartner oder Seelenpartnerin und das ist ein karmischer Weg. Und das ist Richtung Partnerschaft. Und die Tierkreiszeichen, der dich begleitet dabei oder dein Weg bestimmt, dein Schicksalsweg, ist die Tierkreiszeichen Stier. Das auch in Besitz zu nehmen, das zu vertrauen, das ist Realität. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement, das ist bodenständig. Und zu diesem Eigenschaft, zum Stiereigenschaften gehören noch wie das Leben genießen, bequem zu machen und die Ruhe bewahren, alles schön gestalten. Und das Leben ist wie ein Fest,
Du brauchst diese Lebensfreude, weil das, was dich auch befreit und auch diese Glauben, dass dein Wunsch, was die Liebe, Partnerschaft betrifft, ist Realität. Und dieser Prozess bist du, dass du das auch erreichst. Deine Sonne befindet sich in der Tierkreis seiner Zwillinge und dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in der Tierkreis seiner Löwe. Sonne und Mond sind in Harmonie. Du bist in zunehmender Mondphase geboren. Du hast auch eine sehr schöne Verbindung zwischen Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten und die Kommunikation. Hast in Wirklichkeit ein schönes, harmonisches Horoskop und du erreichst deine Ziele und du hast Glück in die Liebe, Partnerschaft. Es ist auch dein Schicksalsweg, das in Besitz zu nehmen. Wo ich die Thematik sehe, das zeigt eine rückläufige Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma. Und Saturn belernt uns. Und in deinem Horoskop ist Saturn rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen an. Und Saturn befindet sich in deinem Horoskop in der Tierkreiszeichen Wassermann. In tiefster Punkt des Horoskopes. Und ich vergleiche das Horoskop immer mit einem Baum. Und dieser tiefste Punkt ist für mich die Wurzel, verwurzelt zu sein. Das ist die Herkunft, die Traditionen, die Ahnen. Hier fühlt man sich sicher. Das ist auch das eigene Zuhause. Hier fühlt man sich verankert, das ist die Basis, das ist die Fundament und du hast diese Basis nicht. Es wurde in deiner Kindheit nicht vermittelt. Und es kann auch bedeuten, dass du hier karmische Themen hast, weil Sonne und Mond symbolisiert auch Vater und Mutter und sie stehen in Harmonie. Aber dieses Fundament, diese Basis fehlt und das ist nicht nur in Kindheit, sondern hast du hier karmische Themen auch. Und du selbst schaffst dieses Fundament, wenn du diese Wassermann-Eigenschaften berücksichtigst. Die Tierkreiszeichen Wassermann oder die Wassermann-Geborenen fühlen sie sich einzigartig und außergewöhnlich und haben auch diese Freiheit, die Bedürfnis nach Freiheit ist auch Luftelement und sie betrachten alles von oben. Die haben einen ganz anderen Blick, einen Adlerblick und das brauchst du in dein Leben. Die Luftelement, diese Leichtigkeit, auch die tolle Ideen, die Humor, das ist auch Wassermann und diese Adlerblick, das alles von oben betrachtest, dann hast du die Weitblick und fühlst dich frei. Und wenn du dich frei fühlst, dann spürst deine innere Kraft. Und das ist die Basis, das ist die Fundament und das, was dir Saturn beibringen möchte, dann findest du diese Stabilität, was auch dein eigenes Zuhause auch symbolisiert. Dann hast du ein Oase für dich, wo du dich zurückziehen kannst und das, was du benötigst, was du brauchst, ein Zuhause zu haben. Aber hier bei Wassermann, wo auch um Ideen geht und auch dieser Luftelement, was dich befreit, du hast noch ein anderes Zuhause auch in deinem Inneren, ein Tempel. Bau ein Tempel in dein Inneren, wo du in einem ruhigen Moment oder bei einer meditativen Haltung nach innen schauen kannst. Dann spürst die Kraft in dir und du hast Skorpion Aszendent. Und in Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Pluto
Und Pluto ist dieser inneren Kraft. Das ist auch die Kraft, die Regeneration, das Leben zu erhalten, erhalten bleiben. Und es ist sehr konzentriert, diese Kraft. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und das zeigt auch dein Auftreten, deine Ausstrahlung. Das ist die Magie, das ist die magische Anziehungskraft. Aber sei damit auch bewusst. Und so kannst du nach innen schauen. Und das ist auch die Fundament, die Basis, weil hier findest du die Ruhe. Und in Ruhe liegt die Kraft. Und mit dieser inneren Kraft, auf das kannst du auch bauen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer wieder die Geschichte dazu als Hintergrundinformation. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung, unschuldig und der Mond will sie heiraten, macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm: Nun gut, ich habe das gut überlegt, du kannst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Schwester alle heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von diesen Frauen, das sind seine Frauen, und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Und es beschreibt die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau zeigt anderen Eigenschaften und diese Eigenschaften kommen von Sternen. Dein Aszendent befindet sich in einem Mondhaus, natürlich in Skorpion, und dieser Mondhaus heißt Vishakha und das ist die Göttin des Krieges. Das bedeutet nicht Krieg zu führen, sondern diese Göttin kann sich durchsetzen im Leben und verbrannt alles, was im Weg steht. Und das würde für dich bedeuten, loslassen, alles, was dich belastet, ob das Gewohnheiten sind oder Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Verbindungen sind oder irgendwelche Gegenstand in deiner Wohnung, wo dich immer stört, aber du willst nicht verabschieden davon oder die berufliche Situation, was dich belastet. Befreie dich von alles, was in dein Weg stört. Und das bedeutet, diese Göttin verbrennen, verbrenne das. Und das ist das Kriegerische, das heißt die Kraft, sich durchzusetzen. Das ist die Durchsetzung, Vermögen und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Dein Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und dieser Mondhaus heißt Artra. In dem Moment, wo du loslassen kannst, kommt ein Neuanfang und du verspürst die lebendige Frische. Endlich bist du lebendig. Dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Und dieser Mondhaus heißt Purvapalguna und symbolisiert die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, diese ganze Prozesse. Und hier ist hast eine Lernaufgabe, auf dein Gefühl zu hören und dieser himmlische Feuer, was nichts anderes ist, als deine Begeisterung auf die Erde bringen. Das heißt auch Vertrauen, es ist dann Realität. Und das ist auch dein karmischer Weg im Tierkreiszeichen Stier, weil Stier gehört auch zum Erde-Element und das erlebst du dann in Partnerschaft. Ich habe auch Saturn betrachtet, weil Saturn liegt im Wassermann, im tiefsten Punkt des Horoskopes, rückläufig, also karmischen Themen. Und hier fehlt dir die Basis, dieses Fundament und das ist eine Lernaufgabe. Und dieser Mondhaus heißt Purvapatra und hier kommt ein Einfluss von Pegasus. Dieser Sternbild Pegasus
beschreibt auch die klassische griechische Mythologie. Pegasus ist ein Pferd, ein geflügelten Pferd. Die Mutter ist Medusa, eigentlich die Furchterregende. Vor Medusa hat man Angst. Und diese Medusa lässt nicht los. Das Pferd ist im Mutterleib. Bis dann Perseus kam. Perseus befreite Andromeda, tötete Medusa. Und das war auch die Befreiung von Andromeda, aber gleichzeitig auch die Befreiung von Pegasus, von dem Mutterleib. Und Pegasus, dieses Pferd, bekam auf einmal Flügel. Dieses Pferd könnte fliegen. Das war die Befreiung von Mutterleib. Und wer ist diese Andromeda? Da gibt es auch eine Geschichte, weil das hängt alles zusammen. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und diese Meeresjungfrauen beschwerten sich bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres. Und Poseidon wurde dann zornig und schickte den Walfisch in diesem Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Dann kam dieser Walfisch an und machte nicht das, was Poseidon befehlte, sondern dachte, naja, warum sollte ich das machen? Ich mache, was ich will. Und nahm Andromeda, diese schöne Königstochter, und fesselte im Felsen. Und in der Nähe befand Medusa, dieser furchterregenden mit Schlangenhaaren. Und es wurde beschrieben, dass jeder, die Medusa erblickt, hat Angst und wie Stein ist unbeweglich. Bis dann kam ein Held und dieser Held heißt Perseus mit seinem Schwert. Und mit diesem Schwert befreite Andromeda von diesem Fessel, tötete Medusa und von diesem Mutterleib kam auf einmal Pegasus hervor, diesem geflügelten Pferd. Und Andromeda, diese Königstochter, und Perseus, die verliebten sie sich und mit diesem geflügelten Pferd sind davon geflogen. Die ganze Geschichte zeigt die Angst. Und dieses Schwert von Perseus ist wie Erzengel Michael. Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Und das ist die Befreiung. Und diese Geschichte, was ich hier erzählt habe, von Angst zu befreien, diese Geschichte ist deine Lernaufgabe, deine karmische Lernaufgabe. Das ist die Saturn-Einfluss hier und dieses Mondhaus beschreibt diese Geschichte. Natürlich hat das symbolische Bedeutung, aber die Aussage ist, befreie dich von Angst. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Wie sehen dich andere Menschen in deiner privaten Umgebung? Der Partner oder die Familie oder die Nachbarn, die Freunde. Diese Karte gibt dir die Antwort. Das ist Erfolg. Deine Umgebung im privaten Bereich würde sagen, du hast Erfolg im Leben. Du hast hier Sieg. Und die Kelchen bedeuten deinen Gefühlen. Und nicht nur ein bisschen Gefühl, sondern hier bei 10 bedeutet viele, viele Gefühl. Also du bist sehr gefühlsvoll, du hast Erfolg, die jubeln dich, du bist beliebt. Und sie meinen, du hast immer die Kraft, etwas Neues beginnen. Wie sehen dich die Menschen in deinem beruflichen Umfeld? Im beruflichen Umfeld ist das ein bisschen anderes. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit.
Und das könnte bedeuten, eine Beziehung im Arbeitsplatz oder Freundschaften im Arbeitsplatz oder du hast eine enge Verbindung zu deiner Arbeit. Aber diese zwei bedeutet nicht nur Zweisamkeit, also eine Verbindung, sondern bedeutet auch Zweifel. Es gibt Menschen in deiner beruflichen Situation, die eine sehr enge Verbindung zu dir stehen. Das ist auch die Harmonie geben und nehmen. Und es gibt Menschen, die meinen, du zweifelst an dir. Und hier diese Schlangenenergie, was hier hervorruft, das Männliche und Weibliche, ist wichtig, das im Einklang zu bringen. Und diese Schlangenenergie ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Von diesem Schlange gibt es zwei. Die eine zieht alles nach unten, weil das ist die Angst. Und die andere lebt angstfrei, dann steigt die Energie nach oben. Und das ist die Befreiung, nichts anderes als die Geschichte von Andromeda. Die tiefe Blick in dein Inneren. Und das bedeutet auch deine Seele, aber auch die Liebe. Dieser tiefe Blick zeigt die Sternenhimmel, dein Glück. Du hast einen glücklichen Lebensweg. Du hast ein schönes, harmonisches Horoskop, wunderbar. Und du hast Glück, besonders in die Liebe, Partnerschaft, wenn du dich befreit fühlst, wenn dich so zeigst, wie du bist. Dann machst du auch deinen Weg. Und diese Sternenhimmel bedeuten auch Spiritualität. Was ist dein Blick zu deiner Situation? Die Sonne bedeutet das Sehen. Das ist das Licht. Und die Sonne bedeutet auch das Herz. Astromedizinisch ist die Sonne zu unserem Herz zugeordnet. Aber auch zum Auge. Auge öffnen, etwas sehen. Und das ist dein Blick, immer mehr Klarheit, mehr Orientierung und immer mehr Bezug zu deinem Herz. Und das ist auch wichtig, weil die Herz ist wie eine Schatztruhe, ist alles drin, was wir lieben. Die Liebe, Partnerschaft, die Berufung, Hobby, Kunst, Kreativität, Sport, Familie, Natur, wie auch immer, alles, was wir lieben, ist in unserem Herzen geschrieben. Und das ist dir immer mehr bewusst und da bekommst du auch diese Klarheit. Was ist dein blinder Fleck? Das ist der Tod. Und dieser Tod bedeutet nicht Todesfall, sondern Ende an etwas. Natürlich Thema Tod. Viele Menschen haben Angst vor Tod. Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor Tod, weil das Leben geht weiter. Wir haben eine Seele und das ist unsterblich. Und nach dem Tod verlässt die Seele den Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde, kehrt zum Gott zurück. Also es bleibt diese Essenz, was uns ausmacht. Das bleibt erhalten. Also wir brauchen nicht mal von Tod Angst zu haben. Aber dieser Tod hat eine symbolische Bedeutung, weil das bedeutet Ende an etwas, das Loslassen, Beenden. Wenn du in einem Arbeitsplatz bist, wo du unglücklich fühlst, dann such was Neues, dann bring diese Kraft. Du hast diese Kraft in dir und kündige. Oder wenn du in einer Beziehung bist, was auch unglücklich macht, dann trenne dich. Oder wenn du Freunde hast, die gut zu dir sind, dann bewahre das, befestige das. Aber die falschen Leute brauchst du nicht, dann trenne dich davon. Das ist das Loslassen. Das ist das Loslassen und das ist nichts anderes, was Vishakha dir auch sagt in dein Aszendent. Diese Göttin des Krieges. Und dieser Krieg bedeutet, die Kampf aufnehmen, sich durchsetzen im Leben. Wie schafft sie das alles? Sie verbrennt, was im Weg steht. Und das ist dein blinder Fleck, diese Mut zu haben, mal Nein zu sagen oder etwas loslassen, beenden, kündigen
und trennen. Nicht alles, natürlich nicht alles. Nur das, was du mitschleppst, was dich belastet. Die Last muss weg. Dann hast du mehr Luft. Wahre Glück. Woran liegt dein wahre Glück? Das zeigt hier diese Karte an. Ich liebe dieses Symbol, dieses Yin und Yang Symbol. Das zeigt doch alles. Das ist Sonne und Mond, männlich und weiblich, Tag und Nacht, einatmen, ausatmen. Das ist so wunderbar gezeichnet, dieses Symbol, weil das kann man nicht exakt trennen, sondern das verschmelzt sich miteinander. Und jeder hat von anderen ein Teil in sich. Wir Frauen haben auch männliche Energie und die Männer haben auch weibliche Energie. Und diese Verschmelzung, das ist doch die Harmonie. Und vertraue dieser Harmonie. Und das ist die Ganzheit. Und das, daran liegt dein wahres Glück, dass du diese Ganzheit lebst, zwar befreit, ohne Angst. Was ist die große Geheimnis in dein Leben? Die Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit, dass alles aufbauen kannst, was du wünschst. Ob das die Berufung ist oder die Liebepartnerschaft. Und die Zahl 4 bedeutet hier, das hat Hand und Fuß. Das ist Stabilität. Das ist Sicherheit. Und all das, was dich begeistert, das ist die Feuerelement, die Begeisterung. Und hier trägt das alles Früchte. Schau mal, wie blüht das alles auf. Und das aus deiner Kraft. Und deine Kraft kommt von deinem Inneren. Liebe Rianeta, das war diese Legung blinder Fleck. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.